walking away. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit dem Dattmobil. Heute starten wir unsere Winterreise 2023. Als Ziel haben wir uns die Niederlande diesmal ausgeguckt und wollen starten in Seeland, genauer gesagt an der Nordsee. Okay, es gibt zwei, die haben gesagt, nach Dänemark, keine Nordsee mehr, nie wieder, immer nur Wind. Es ist für heute wirklich auch Sturm angesagt und für die nächsten Tage, aber irgendwie gehört das für uns doch dazu. Wir starten in Westenschoven auf Dynord. Dort wollen wir die nächsten Tage erstmal verbringen und was danach kommt, wissen wir nicht. Das Wetter und unsere Laune wird bestimmen, wo es hingeht. Bleibt dran und folgt uns durch unsere Reise durch die Niederlande. Der ein oder andere Tipp wird mit Sicherheit für euch dabei sein. Bis gleich! Sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Oh, einmal durch den Kreisverkehr und jetzt weiß ich nicht, ob rechts oder links. Strand, The Pond, Parken, Camping Dynord hier. Da steht ein Schild. Hier rein, Camping Dynord. Aber hier nicht schon mal gucken? Nee. Schnurrt. Maximal 15 Minuten. Ja, sonst sparen. Dann gehen wir uns mal anmelden. Ich meine, da war ich schon mal drin. Okay, gehe ich uns mal anmelden. Was wir machen? Du siehst so blau aus. Wenn der Himmel mal so blau wird, dann war er ja gerade und dann fing er an zu regnen. Ja, ja. Also, was wir machen? It's rain again. Auf anderes Wetter hoffen. Ja, das nicht wirklich, aber. Aber auf jeden Fall stellen wir hier Schutz. Ja. So, wie gesagt, gegenüber vom Streichelzoo und Spielplatz. Ich habe schon die Ziegen gesehen, da sind noch ein paar Hühner, da sind auch bestimmt noch Kaninchen. Aber die wollen jetzt auch nicht wirklich rauskommen. Die kamen eben mal gucken, wer so jeck ist, bei dem Wetter hier rumzufahren. Und dann waren die auch schon wieder verschwunden, würde ich mal so sagen. Ja. Und da ihr in einem unserer letzten Videos das Video vom ersten Advent gesehen habt, wie liebevoll ich ja unser Wohnmobil dekoriert habe, ist die Weihnachtsdeko in der Urlaubsvorbereitung auch schon wieder rausgeflogen, weil wenn wir auf Reisen sind, halte ich die Deko lieber ein bisschen minimal, weil ich hier unsere Körbe nutze, wo wir Medikamente, Kabel und all sowas reinschmeißen können, Brillen. Zellulo-Kabel sind da. Ja, ich habe auch ein Kabel drin. Man sieht aber auch, dass ich es reingetan habe. Auf jeden Fall liebe ich dann diese Ablage, dass wir da unsere Schmeißkörbchen haben, falls wir mal weiterfahren. Und da wir vorhaben, nicht die ganze 11 Tage hier zu bleiben, ist das praktisch. Nee, ist ja auch belegt. Ab dem ersten Weihnachtstag ist ausgebucht. Wir sind mit 2 Wohnmobile gerade hier. Ich glaube, 1 oder 2 Wohnwagen sind belegt. Dann gibt es hier noch Chalets, da ist auch noch nichts gebacken. Und hier ist absolut tote Hose. In Westerschoven, das Geschäft hat geschlossen. Aber, ja, wir haben Winter. Ja, ist ja auch alles okay. Aber in Burg, der Albert Heijn hat offen. Und der Bäcker. Und die beiden Bäcker, der Sonnemann und der kleine Oma-Bäcker mit seinen komischen Zimtkringeln. Oma-Bäcker? Ja, ich muss gleich mal gucken, wie weit das ist vielleicht. Aber morgen soll es ja nur noch 94 km/h Wind geben. Da können wir vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Also ich muss gleich auf jeden Fall mal zum Wasser gehen, weil genau da hinten ist der Strandaufgang. Da sind ja schon die Dünen und dahinter geht es direkt, da geht eine Treppe hoch neben dem Lokal und dann geht es wieder runter. Außerdem könnte ich mal checken, ob die Lokale aufhaben. Dann könnte man nämlich essen gehen. Ja.
So doch mal. Mieb, gehst nicht mit? Ja? Gehst nicht mit? Checken kannst du, mit Essen gehe ich. Also gehst du nicht mit an den Strand? Nee, jetzt nicht. Ja, ich ziehe mir auf jeden Fall andere Schuhe an. Wir haben uns gut eingeräumt und sortiert. Es nieselt, es ist sehr stürmig, aber nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen an den Strand gehen, der direkt da vorne. Moment, ich zeig's euch. Ich glaube, man hört mich kaum noch, wo die Stufen hochgehen, hinter den Dünen ist. Bevor ihr hoch an den Strand gehen könnt, habt ihr hier einige kleine Lokale. The 60s, mega leckere Pommesbude, hat geschlossen, Öffnungszeiten stehen keine dran. Die Seelust hat Donnerstags und Dienstags Ruhetag. Was haben wir? Donnerstag. Schöne Weihnachtsbeleuchtung im Kreisverkehr. Ganz toll finde ich, und da haben wir auch schon öfters Sachen mitgenommen, hier vom Bauern seine hiesigen Angebote. Die finde ich also wirklich richtig gut. Und dann haben wir hier vorne noch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, noch ein weiteres Lokal, das auch offen hat. Da kann man auch richtig gut essen. Haben wir alles schon in den letzten Jahren irgendwann mal ausprobiert. Hier folgt man der Hauptstraße, kommt man nach Westenschoven und Burg und Hamstede. Hinten in der Kurve, da beginnt der Kletterpark. Aber der hat jetzt auch zu. Hier haben wir unseren Campingplatz. Ich kann sogar unser Wohnmobil sehen. Ich sehe auch blauen Himmel. Ja, und ich habe das Gefühl, ich bin hier ganz alleine. Dann lasst uns mal an den Strand gehen. Ist das nicht toll? So, ab hier geht's dann tonfrei weiter. Zurück gehe ich jetzt Straße, weil ich habe voll Gegenwind. Das heißt, ich werde gesandstrahlt. Und hier, ist hier ein Fußweg. Dann gehe ich hier schön durch die Dünen. Oh. War vielleicht nicht die beste Idee. Ich glaube, dann gehe ich doch lieber weiter Straße. Hier hat es so viel geregnet. Hier ist es so nass überall. Auch die Felder stehen teilweise richtig fett unter Wasser. Nee, bleiben wir auf der Straße. Ich glaube, dann wäre ich nur hier ausgekommen. Ne? Oh, wie schön. Der Wagen sieht ja gut aus. Oh, kann man mieten.
Schilferkarrend. Das ist ja toll, mit dem Sanitärgebäude. Das ist ja echt eine tolle Idee. Aber hier ist wieder ein Fußweg und der sieht trocken aus. Also, Abmarsch. Hoppi galoppi. Ey, das ist ja toll. Das ist ja echt ein... Wow, Leute, das kann man mieten. Direkt hinter den Dünen. Das ist echt toll, das der alte Schäferwagen. Gucken, wo wir hier landen. Der Fußweg geht hier rum. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Nee, ich glaube, das ist noch nicht der Parkplatz am Campingplatz. Oh. Mal Luft am Kopf lassen. Oh, hier unten ist überhaupt kein Wind. Das ist schön. Hey, sind wir ja doch schon am Campingplatz. Das war jetzt richtig schnell. Da vorne, wo die Bäume anfangen, ist nämlich schon praktisch gut hinter dem Campingplatz, Parkplatz. Oh, da steht Dünort, da hinten steht es ja auf dem Dach. Sind wir nämlich schon wieder da. Kannst du auch, wenn du Hunde mit hast, echt eine gute, schöne Gassi-Runde drehen. Am Strand zurück, kommst du hier vorne ja wieder aus. Echt schön. Und da sind wir wieder am Kreisverkehr. Der Sage von Westerschofen. Das war ein blühender Fischerplatz. Der Fischerplatz war in der Storme bei den Buren wirklich schmackelig. Der Wasser was coming very ruckelig und dann der Sonne was shining very ruckelig. Nee, alles gleich. Ich kann es lesen, aber reden kann ich es nicht. Ich verschone euch. So besser so. Heute haben wir Wintersonnenwende und deshalb gehen wir jetzt uns den Sonnenuntergang angucken. Musst du oft Wintersonnenwende haben. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Warum winke ich dir? Weil ich weiß, dass du mich filmst. Guten Morgen. Die erste Nacht an der See war gut. Trotz des Sturms, du stehst hier auf dem Campingplatz Dünort. Wunderbar windgeschützt. Wir hatten hier Windböen über 90 km/h. Ab 5 hat es mal ein bisschen mehr geschaukelt. Also gerüttelt nicht. Du hast auch die Stützen raus jetzt, ne? Nee, wir haben nämlich, weil wir ja so Nordsee-Wind-erfahrene Fahrer sind, haben wir ja extra Stützen drunter gemacht und die haben wir noch nicht mal draußen. Also in Dänemark war ohne, da hatten wir die noch nicht. Ne? Nee, da hatten wir nicht. Sind wir wirklich hin und her geschüttelt worden am Eiselmeer letztes Jahr. Das war ein paar Wochen vor Ostern, da sind wir fast fliegen gegangen. Da haben wir im Hinterhof gestanden, beim Hafenmeister nachher. Da waren es auch so um die 100 km/h. Und du stehst ja echt mega gut auf dem Platz. Und ja, jetzt regnet es ein bisschen, soll aber danach heute trocken werden. Der Wind soll bleiben, aber es ist echt entspannt. Ich bin jetzt hier wird zuerst mal Kaffee. Genau. Kaffee und Frühstück. Nicht ausschalten, weil bei uns auch die kleine Weihnachtsbeleuchtung an ist. Hier nochmal ganz, ganz liebe Grüße an die Damen vom Eselhof Zons. Euer Entenschaf hat bei uns den Ehrenplatz als Weihnachtsdeko. Und wenn Weihnachten vorbei ist, darf das Schäfchen trotzdem bleiben. Dann geht es nämlich in die Osterdeko. Bekommt seinen Ehrenplatz auf unserem Alfredo-Board. Mhm. Also... Das wird unser Begleiter und wir werden euch bestimmt noch mal besuchen und das Schweinchen noch mitnehmen, das ihr mir so nett angeboten habt. Ich hoffe, dass ihr mit dem Link in unserem Video zu Zons
den ein oder anderen Besucher dazu bekommt. So, und jetzt wollen wir frühstücken. Ciao. Ciao. Die gehen alle fliegen. Sind hier im Zentrum von Burg, an der Kirche. Und hier gibt es einen richtig leckeren Bäcker. Eigentlich gibt es zwei. Aber da kann ich mich heute gar nicht entscheiden, ob ich hier in de Söte Zuckerbowl gehen soll oder zu Sonnemanns. Wir werden gleich bei Sonnemanns Kaffee trinken. Und da nehme ich einfach was für morgen mit. Yam, yam. Da wir aber gleich noch zu Sonnemanns vielleicht gehen, essen wir die besser morgen. Das sind Appelbrots. Pack mal aus. Das waren nämlich gar keine Zimtkringel, das war Dänemark. Ja, du hast schon alles durcheinander. Ja. Oh, die sind lecker. Ja, es sind nämlich nicht wie Berliner, die sehen nur so aus. Da ist aber ein ganzer Apfel drin und der ist irgendwie in so einer Honigummantelung. Total lecker. Knusper, knusper, Knäuschen. Was knistert da im Täschchen? Der Apfel, mein Kind, der Apfel, mein Kind. Iss mich geschwind, iss mich geschwind. Nix, ich sehe das nix. Okay, fahren wir weiter. Da ist er. Der Klabauter. Was ihr hier auch immer wieder in den Niederlanden findet, sind die Touch-Informationstafeln. Da könnt ihr dann wirklich euch, ohne euer Handy rauszuholen, die Informationen anzeigen lassen über den QR-Code, euch aufs Handy laden. Also ja, meine Frau hat Schwierigkeiten zu unterscheiden, was ein QR-Code und ein Barcode ist. Nein, ich weiß es, aber ich sage halt immer falsch. Und dann finde ich mega gut halt, ne? Touch me, Touristinformation. Wir sind hier ja an Burg und an der alten Schule. Die ist ein Museum, die in den Sommermonaten auch geöffnet ist. Mit dem Schulgarten hinten dran, wo den Kindern nahegebracht wurde, was man eben so alles im Garten anbauen kann. Das ist praktisch der Schulhof, auf dem wir hier gerade stehen. Und es gibt hier noch diese Informationsbank zu verschiedenen Themen.
wo du dir dann auf Deutsch und Niederländisch Audios abspielen lassen kannst zu den Themen, einmal der Ringwallburg, die sich hier hinter befindet, und dem Kommandobunker und vielen anderen. Und früher war das hier der Verzellplatz, wo sich dann die älteren Dorfmitglieder versammelt haben, um sich auszutauschen. Guck mal, was die Kuschelfell haben. Wo bist du da? Oh. Guck mal, die sind richtig knuffelig. Dann habe ich gedacht, jetzt fahren wir im Winter, dann kriegen wir endlich einen Platz in der Pfannkuchenmühle. Und was ist? Die hat Winterpause. Ich glaube, die macht erst im April oder Ende März wieder auf. Hier kriegst du im Sommer echt nur zu den Saisonzeiten einen Platz, wenn du reserviert hast. Habt ihr im Sommer dann entsprechend ein Verkaufslädchen und nebenan die Gastronomie plus ein schönes Außengelände, wo man auch sitzen kann und die Kinder spielen können. Sind wir in Hamstede. Hier gibt es viele Lokale, wovon auch jetzt die meisten aufhaben. Also auch im Winter könnt ihr hier gut essen. Einen bekannten Discounter für Lebensmittel mit dem großen A davor und verschiedene schöne Schnicki-Schnacki- und Klamottenlädchen. Prinzessin auf der Erbse. Und ihr Märchenprinz. Oh Gott. Komm, du bist nicht der böse Wolf. Nein. No. Pumuckl passt auch nicht von der Frisur. Nicht wirklich. Nee, Meister Eder eher. Ja, passt. Das tapfere Schreinerlein. Ja. Jetzt gibt's lecker Kaffee. Wer auf Seeland ist, der muss einmal bei Sonnemanns Kaffee getrunken haben. Und wenn wir reingehen, versteht ihr auch warum. Rhabarber? Jo. Nein, möchtest du Rhabarber? Ja. Hol mir da ein Cappuccino, ein Rhabarber Cake und ein Oha, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Was ist das? Ist Apfel, ne? Ein Apfel mit Karamell. Lecker, lecker. Was hast du da? Apfelgebäck mit Karamell und ein Cappuccino. Und als Goodie gibt es in den Niederlanden ja immer irgendein Leckerchen dazu. Das ist nämlich ein Stück Pfefferkuchen. Thank you.
man kann mich nicht verstehen, aber diese Kante war gestern nicht da. Da konntest du hier ganz normal runtergehen. Das war eine Fläche. Die ganze Länge ist hier so weggebrochen. Was hier noch so rumliegt, ist gestern nicht gewesen. Und da seht ihr auch, wie jetzt der Wind da echt noch fegt.